als es letztens minus 10 Grad waren, ist ja mein Auto nicht eingesprungen. Als ich gerade einkaufen war auf dem Parkplatz von Netto. Nee, auf dem Parkplatz vom Sky. Und ja, jetzt ist es ein bisschen wärmer und ich hoffe, dass mein Auto jetzt anspringt. Sehr schön. Der ist gleich auf Schlag angesprungen. Wäre eigentlich auch eine Sauerei gewesen, wenn nicht. Wie gesagt, so alt ist die Batterie noch nicht. Steht halt viel rum, ne? War ja sehr selten. Naja, auf jeden Fall ist angesprungen. Jetzt kriegt der Hund erstmal zu fressen. Tag, heute ist Dienstag, der 9. Februar 2016 und ich habe heute frei. Hört mal, wie schön sich das anhört. Frei. Ah, schön, ich freue mich, ich bin echt reif für frei. Okay, ich habe frei, der Regen hat aufgehört, das Wetter scheint super zu werden, mein Auto springt an, die Cookie muss raus, wir machen also was Besonderes heute. Achtung, laufen, ich gehe laufen. Ich war schon viel zu lange wieder nicht mehr laufen, ich weiß nicht, Anfang Januar oder so, das ist bestimmt schon wieder ein Monat her, verdammt. Ja, warum das Auto dafür anspringen muss, wer sich erinnern kann, ich war in der Zeit, wo Cookie nicht hier war, bin ich um den Wolgasee rumgelaufen, in Korswand, und habe ja gesagt, dass mir die Runde da sehr gut gefällt und dass das gut für einen Hund wäre und so. Und ja, das machen wir jetzt. Da fahren wir jetzt hin. Ich war gerade sehr erstaunt, als der Transporter hier vor mir mit seinem Hänger auch Richtung Korswand abgebogen ist. Weil in diesem Hänger geht kein Blinklicht. Und wenn ich genau hingucke, sehe ich nicht mal, dass da ein Blinklicht dran ist. Oder so ein Richtungsanzeiger, wie es im Deutschen richtig heißt. Ja, keine Ahnung, aber blinken kann der nicht. Sieht doch aus, als wenn da nicht mal ein Stopplicht dran ist. Nur so ein kleines Futzellicht da, was rechts ein bisschen leuchtet und die Strahler. Mir fällt gerade auf, ich habe die falsche Brille auf. Nur aufpassen nicht, dass die Polizei hier von vorne kommt. Normalerweise setze ich meine andere Brille nämlich immer zum Laufen auf. Naja, dann heute mit der guten in Anführungszeichen, obwohl die gute auch schon 15 Jahre alt ist oder so, keine Ahnung. So, guck mal, er blinkt da vorne am Transporter. Aber am Hänger nix, nicht mal Stopplicht. Und er bremst, ja. Unfassbar. So, angekommen. Ich werde mich jetzt erstmal warm machen. Dann werde ich loslaufen. Ich melde mich dann erst wieder, wenn ich zurück bin. Ich glaube nicht, dass ich unterwegs das aufnehmen werde. Das sind 3,8 Kilometer. Die werde ich erstmal wieder zu tun haben nach so langer Pause. Gucki, du musst nicht so traurig gucken. Du musst doch nicht so aufgeregt sein. Alles in Ordnung. Wirst dich gleich freuen. Bin mir sicher. Also, wenn es gut läuft, dann machen wir das öfter. Sie mag Autofahren nicht. Aber egal, wenn wir es öfter machen, dann wird es schon toll. Ist ja noch voller Elan.
Sehr gut, Cookie, sehr gut. Ja, sehr gut. Hat Spaß gemacht, oder? Bist du schon drin? Kannst du das zaubern? So, wieder daheim. Jetzt erstmal duschen. Und dann sollte ich vielleicht auch bald mal einkaufen gehen, bevor der Hunger kommt. Denn wenn ich hungrig einkaufen gehe, dann artet es wieder aus. Und das wollen wir auch nicht. Eigentlich hätte ich Bock auf einen Topf. Ihr wisst ja, ich liebe Eintopf. So, wieder zu Hause. Ich konnte gar nichts mehr aufnehmen. Also ich konnte nicht aufnehmen, wie ich zurückkomme und die Tür hier aufschließe, also diesen klassischen Vlog-Shoot, weil ich die Hände voll hatte. Ich habe mehr gekauft, als ich eigentlich wollte. Aber, da ist der Einkauf. Aber in der eigentlich nur Zeug, was wichtig war. Hier so Putzzeug und so, was man alles braucht. Ein paar Reiswaffeln werde ich mich jetzt mal ranmachen und Linsen kochen. Und ja, ansonsten gehen wir heute mal ruhig an. Ein bisschen was tun, ne? So für die, für das Gewissen, aber nicht zu viel. Und so fühlt sich der erste freie Tag schon mal gut an. Dann. Ja, irgendwas wollte ich gerade noch sagen. Aber weiß ich nicht. Hier, komm mal hin. Hey, ich weiter. Hallo, guck ich an. Huch. Ich bin noch am Telefon, ich habe meine Mama am Telefon, deswegen. Hallo! Hallo, sagt er. Guten Tag! Ja, genau, bis Sonntag. Okay, ja. Tschüss! Stress hier. Guten Tag. Muss ich gefilmt? Darf ich gefilmt? Klar, dass du gefilmt. Da ist dein T-Shirt drin. Ah. Und deine. Und die Abdeckung für dein Tablet, für die Drohne, was ich dir schon immer erzählt hatte. Ja, sehr gut. Ne? Zeig mal ein T-Shirt, die Drohnenabdeckung. Die ist cool. Ja, ne, für uns aber. Oh, falsch rum. Oh. Endlich habe ich wieder was zum Anziehen. Lecker Jübschen unter drunter. Nimm mich jetzt nicht auf, ich sehe heute nicht vorteilhaft aus. Also, ich musste gerade mein Handy dem Jens geben.
Weil er voll den Instagram-Flash kriegt gerade. Ging nicht, ich musste es abgeben, ging nicht. Er hat mich gezwungen. Jetzt spielt ihr hier auf zwei Handys gleich. Nein, du musst es ja auch mal richtig erklären jetzt bitte. Also wir müssen ja ein bisschen mehr Ernsthaftigkeit in das Ganze reinbringen. Wir haben die Chance genutzt, nachdem man ja jetzt bei Instagram mehreren Accounts praktisch in der App registrieren kann, haben wir jetzt unseren Usedom Magazin Account praktisch reanimiert und bearbeiten den jetzt. Ne? Und deswegen musste ich gerade Marios Handy damit praktisch, also Marios iPhone. Danke. Ja, auch dann mit dem Account noch ausrüsten sozusagen. Okay. Und wie läuft's? Ich verlinke ja den Instagram-Account Usedom Magazin. Bitte. Oh. Wir geloben Besserung. Also wir geloben, dass wir lustige Strand-Ostsee-Usedom-Bilder posten werden. Ja. Demnächst. Aber siehst du, das ist genau das, was ich sage, ne? Wenn du mehrere Accounts hattest ja, und umswitchen musstest, war nicht so einfach, also hat es genervt. Ja, natürlich. Und jetzt geht es so einfach und ja, zack, ne, ist man drin. Schnapp und schon ist man drin. Und übrigens, um die ganze Geschichte von gestern Abend, die du ja so schön erklärt hast, nochmal zu erweitern, geht jetzt auch auf Android Smartphones. Ja, ich habe schon überlegt, ob ich mir irgendwo Markierungen hier mache, weißt du so? Ja. Selfie-Modus, ja. Landscape-Modus, ja. Irgendwie so. Aber also ich weiß, anhand des Follow-Focus-Ring für das Rig, weiß ich schon, wo ich scharf bin und wo ich nicht scharf bin. Also ich bin immer scharf. Naja, wie auch immer. Bevor wir jetzt gleich die letzte Gassi-Runde machen und ich dich nach Hause jage, müssen wir den Vlog eigentlich noch beenden. Ich finde es immer ein bisschen doof, wenn ich nichts aufnehme, wenn du hier bist, aber ich finde es auch unpassend, dann die Kamera zu nehmen und irgendwas aufzunehmen. Vor allem, weil wir auch immer hin und her springen. Du nimmst mich jetzt natürlich auch wieder in dieser totalen Lümmelhaltung ein, total unvorteilhaft ist. Keinerlei Ernsthaftigkeit in meinem Denken und Tun jetzt rüberbringen. Nein, du warst heute schon sehr produktiv. Ich möchte dich hiermit betonen. Der Jens war heute sehr produktiv. Und hat nicht nur rumgelümmelt, auch wenn ich jetzt gerade so aussah. Aber das ist ja halt so, ne? Wie gesagt, also von Thema XY, was gerade lustig wäre, springen wir innerhalb von einer Sekunde zu Thema ja, niemals in der Öffentlichkeit. Die Gespräche sind nicht unbedingt immer alle vlogtauglich. Naja, doch eigentlich schon, aber ja, dann auch trotzdem wieder nicht. Oder nur ein bisschen. Ja, nur so ein bisschen. So. Also wir gehen jetzt Gassi. Cookie, willst du mitkommen oder wie sieht's aus? Wir gehen auch alleine ohne dich. Wir pinkeln für dich jeden Baum an. Ja, genau. So, danach fährt er jetzt nach Hause und an dieser Stelle beende ich meinen Vlog. Wie immer mit... Für heute. Ja, natürlich für heute. Ja. Also, welche Nummer warst du jetzt? Heute, also das jetzt ja, ist 181. 181. Und, ne? Große Dinge werden kommen. Der Thiel hat schon wieder ganz wilde Pläne für Nummer 200 gehabt. Also einfach weiter folgen. Das heißt nicht, dass sie wirklich kommen. Die großen Dinge? Ja. Na doch, das eine schon. Das andere wird es mir schon wieder ausreden. Ja, oh Gott. Nein. Ich habe nur gesagt, das wäre eher was für Nummer 500. Ja. Wie auch immer. Genau. Alles wird gut. Bestimmt. Ja. Also, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit und bis morgen. Musik noch Tschüss sagen? Tschüss. Du musst mich nicht dabei filmen, ich wollte es bloß sagen. Tschüss. Das macht aber mehr Sinn, wenn du ja, denjenigen siehst, der Tschüss sagt. Ja, meine Stimme ist allerdings halbwegs erträglich. Ich gehe gerade zu meinem Antlitz. Was du gesagt. Tschüss. Das ist das erste Mal, dass ich diesen Stein hier am Strand sehe, weil das Wasser so weit ist. Cookie? Die Möwe, da ist größer als du.